Wiebke Ahlert fragt, ich bin selbst Krankenschwester und sehr traurig über die Zustände im Spätdienst, meist zu zweit, für 36 Patienten. Ich kenne noch die Zeit, in der wir mehr Zeit für Patienten hatten. Kann man die Reformen nicht rückgängig machen? Ja, ich heiße jetzt bei Enders, aber alles ändern kann ich, glaube ich, nicht, obwohl ich das gerne möchte. Das ist ein sehr guter Gedanke. Dazu muss man wissen, die eigentlichen Gesundheitsreformen, Strukturveränderungen oder die gravierenden, das begann ja bereits in den 90er Jahren. Als Seehofer damals Bundesgesundheitsminister war, fing man an, in allen Bereichen mit allen verschiedenen Krankenhausreformgesetzen und bis nachher hin zum jetzt vor zwei, drei Jahren das Krankenhausstrukturgesetz in allen Bereichen überall rumzudoktern, sage ich jetzt mal, aber als Politiker und da kann nichts bei rauskommen. Es kam eigentlich von einer Verschlimmbesserung zur nächsten. Man hat also dieses Krankenhauses, dieses Gesundheitssystem in ein krankes System verwandelt, indem man die falschen Stellschrauben gezogen hat. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und wie ich das schon höre an der Kollegin, die mir die Frage stellt, ist der Eindruck der gleiche. Kann man das nicht alles rückgängig machen? Ich bin auch der Meinung, dass wir ein ständiges, so scheibchenweise bisschen, immer hier ein bisschen ändern, da ein bisschen ändern. Ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, dass wir damit eine tatsächliche Verbesserung schaffen. Ich bin da rigoros. Ich sage, das DRG-System abschaffen auf jeden Fall. Gemeinsam überlegen, welches Finanzierungssystem sinnvoll ist, die wenigsten Fehlanreize hat. Und da nehme ich mir nicht raus, dass ich jetzt hier so gescheithafermäßig bin und meine, ich hätte irgendwie die ideale Lösung dazu. Nein, da muss Pflegepersonal, da muss ärztliches Personal, da muss natürlich auch aus dem wirtschaftlichen Bereich Personal dazu, dass man die Fachkräfte fragt, wie man das wirklich im Sinne des Patienten, im Sinne des Personals auch, weil wir sind ja auch ein wichtiger Faktor in den Krankenhäusern, dass man da wieder eine neue Struktur schafft. Und zwar eine gesunde Struktur, die sich genauso, wie der Dr. Ummes das gesagt hat, die sich auf die Gesundheit konzentriert und nicht die Krankheit als Ware betrachtet, und ich sag mal, das medizinische Personal als Ressource, mit der man kostensparend umgehen muss. Soweit sind wir gekommen. Also weg, komplett weg vom wirtschaftlichen Gedanken. Komplett weg meine ich nicht, dass ein Krankenhaus nicht mehr wirtschaften muss. Das wäre ein Schmarrn. Das muss schon wirtschaftlich sein. Aber komplett von diesem Gedanken, dass ausschließlich die Wirtschaftlichkeit zählt und wieder dahin, dass der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und ob wir komplett zurückdrehen müssen, also zurück zu dieser Tages- oder Bettenpauschale, ich glaube, das wäre nicht die ideale Lösung. Auch da hätten wir wieder Fehlanreize. Die ist ja nicht umsonst verändert worden. Es gab schon Gründe dafür. Aber von einem Schlechte ins nächste Schlechte zu kommen, war sicher die falsche Lösung. Frag dich immer, was man für ein Ziel hat. Mein Ziel ist nicht, dass im Endeffekt in 20 Jahren nur noch ein paar große private Zentren in Bayern sind, sondern ich möchte, dass eine flächendeckende Versorgung für ganz Bayern, sogar für ganz Deutschland, nicht nur in München, in Nürnberg, in Berlin, in Leipzig, sondern auch auf dem Land, in Untersiffelhofen, in Ballenstedt, in allen kleinen Orten, die es gibt. Ich könnte nach Paderborn und Rasmusstedt auf, da wissen Sie dann gleich, wo ich herkomme, aus Sachsen-Anhalt ursprünglich. Und von überall muss man wirklich vernünftig versorgt werden können. Und das nicht nur so, dass, also es muss jetzt nicht jede kleine Klinik die Herzchirurgie durchführen. Ich glaube, da würde der Herr Dr. Ummes ein Herzkasperl kriegen, wenn er glaubt, dass in jedem Kreiskrankenhaus jetzt irgendwelche Operationen am offenen Herzen durchgeführt werden. Nein, das darf nicht sein. Aber es gibt nicht nur Notfälle, es gibt nicht nur die lebensbedrohlichen Sachen, es gibt nicht nur die Hirntumoroperation, sondern es gibt die ganz normale Gallenoperation. Es gibt den nicht komplizierten Knochenbruch. Es gibt die Schilddrüsenoperation. Es gibt wirklich attraktive Krankheitsbilder, sage ich jetzt mal attraktiv, auch vom nicht nur Pflaster drauf kleben, sondern wirklich auch für die Mediziner und für das Pflegepersonal attraktive Krankheitsbilder, die auch in
kleineren Kliniken behandelt werden können und müssen. Die großen Konzerne können das auch nicht alles machen. Und von da aus müssen wir da wieder hinkommen zu einer flächendeckenden, vernünftigen Versorgung. Herr Dr. Umes, die nächste Frage geht an Sie. Sunny Kosmetik fragt: Ich war im Sommer zweimal im Krankenhaus wegen meiner Niere. Es lagen zum Teil drei Patienten auf einem Zimmer und die Schwestern, Pfleger und Ärzte sind von einem zum anderen gehetzt. Muss das wirklich so sein? Das ist eine gute Frage. Es muss es wirklich nicht so sein, aber es sollte nicht so sein. Ist aber leider so. Kann ich leider nur bestätigen, weil die Zeit, die man mit Patienten verbringt, die der Patient benötigt, um ausreichend Informationen zu bekommen und auch ausreichend das Vertrauen zu gewinnen, um einen guten Compliance zu entwickeln, was aber enorm wichtig ist für die Behandlung und für den Therapieerfolg, der wird ja nicht kodiert in unserem Fall pauschale. Ja, es fehlt einfach. Es fehlt einfach, dass die Visiten, dass man die Zeit, die der Patient auch braucht, um einfach dem Patienten das Gefühl auch zu vermitteln, er wird ernst genommen, er wird beachtet. Und das muss wirklich nicht so sein. Das ist aber leider, leider, leider in vielen Kliniken weit und breit der Fall. Das bestätigen. Ich habe ja bevor ich überhaupt das Buch Der verlorene Patient veröffentlicht habe, habe ich mit mindestens 20 Kollegen unterschiedliche, also auch kommunale Häuser, Unikliniken, unterschiedliche Bundesländer gesprochen. Und alle haben dies tatsächlich bestätigt, dass sie viel mehr mit Organisation beschäftigt sind, dass sie teilweise, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man in einen Raum reinkommt, der Patient liegt, es wird über den Patienten gesprochen und nicht mit dem Patienten. Und das ist einer der größten Defizite, die wir haben in vielen Häusern. Es wird einfach eins nach dem anderen abgearbeitet. Teilweise gibt es Visite eine Stunde für irgendwie 30 Patienten. Ja? Das wird irgendwie pro Patient 2 Minuten rein und raus. Ja? Und dann ist es kein Wunder, dass der Patient das Vertrauen nicht gewinnt. Und da folgt ja auch der Compliance nicht. Das ist organisatorisch sehr schwierig. In kleinen Häusern hat man ganz andere Situationen, weil man da auch einfacher das Vertrauen gewinnen kann, also für die Behandlung. Ja, die Nähe ist ja auch da. Das ist wie in der Universität. In einer kleinen Universität hat man den Dozenten, die man schnell begegnet. Und das tut mir auch furchtbar leid für die Patientin, dass sie das erleben muss. Aber das ist leider zunehmend. Und wir haben trotz im Vergleich, wenn ich das vergleiche mit vielen anderen Ländern, ich bin ja, meine Geschwister sind in den USA, in Kanada und England, haben wir immer noch eine der besten Gesundheitsversorgungen der Welt. Daran habe ich nicht das geringste Zweifel. Aber wir haben Defizite. Frau von Fetting-Horfitz, gibt es das Thema Fallpauschale wieder? So sehe ich diese Frage von Christa Lepetit. Die fragt: Mein Mann war mit seinem offenen Bein im Krankenhaus und wurde sehr schnell wieder entlassen. Und dann ging es ihm sofort wieder schlechter. Kann man gegen diese blutige Entlassung nicht etwas tun? Ja, das ist genau das Problem, das wir jetzt angesprochen haben in der Runde, dass durch das DRG-System natürlich ein gewisser finanzieller Anreiz einfach für die Kliniken da ist, die Patienten möglichst früh zu entlassen. Und wir bekommen das momentan auch in vielen Kliniken mit. Dadurch, dass Pflegepersonal fehlt, müssen Betten zugemacht werden. Und die Betten brauchen wir ja an sich auch wieder für den nächsten Patienten. Das heißt, wir haben ja schon einen doppelten Anreiz dafür, Patienten früh, vielleicht auch teilweise zu früh zu entlassen. Ich bin auch für Senioreneinrichtungen zuständig. Und da bekommen wir auch im Bereich Kurzzeitpflege natürlich mit, dass Patienten lieber einfach noch ein bisschen länger in der Klinik geblieben wären, weil sie da besser aufgehoben sind. Also selbst wenn da eine gute Anschlussversorgung an sich theoretisch erstmal da ist, was ja auch nicht selbstverständlich ist heutzutage, ja, gibt es viele Fälle, die einfach in der Klinik noch behandelt werden müssen. Und da sind wir wieder in dem Bereich, wo ich sage, es gibt Kliniken, die wirklich sehr auf Profit aus sind und die dann natürlich versuchen, die Patienten wirklich noch schneller loszuwerden. Das
Das ist, denke ich, bei gemeinnützigen Kliniken auch noch ein bisschen was anderes, ne? Die wirklich jetzt nicht auf diesen Gewinn aus sind. Ich denke, diese Fälle gibt's. Ich hoffe, sie gibt's nicht allzu oft. Und ich hoffe, dass sowas einfach bekannt wird, dass uns dazugehört wird, dass sich da etwas ändert. Es muss einfach möglich sein, dass ein Krankenhaus sagt, ich komme mit diesem, mit den hinterlegten Tagen für einen Fall nicht zurecht, aus den und den Gründen. Und dann bekomme ich auch entsprechend eine Finanzierung für eine weitere Behandlung. Das muss möglich sein. Das muss sich definitiv ändern. Und ich wollte noch ganz kurz ergänzen zu der Frage davor. Wir sprechen viel von der Attraktivität der Pflegeberufe. Da spielt Geld definitiv eine Rolle. Aber da spielt genau auch das eine Rolle, was der Dr. Umes gerade herausgeführt hat, ne? Diese Zeit für den Patienten. Das ist sowohl in den Kliniken als auch in den Pflegeeinrichtungen der Hauptpunkt, der uns immer wieder gesagt wird. Wir haben zu wenig Zeit für die Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Und die Menschen haben diesen Beruf ergriffen aus Nächstenliebe, aus dem Bedürfnis heraus, für Menschen da zu sein und nicht durch die Flure zu hetzen und Dokumentationen auszufüllen. Und ich glaube, das müssen wir wirklich im Blick behalten. Wir sehen jetzt schon, was wir für einen Fachkraftmangel haben. Wir sehen jetzt schon, wie groß der Aufwand ist, überhaupt freie Stellen noch zu besetzen. Das wird noch schlimmer werden die nächsten Jahre. Es gehen viele Kollegen in Rente. Und wir werden das System, was momentan tatsächlich auch wirklich noch gut ist, auch wirklich in Deutschland gut ist, werden wir so nicht aufrechterhalten. Und da kann ich wirklich nur auch wieder an die Politik appellieren, das endlich ernst zu nehmen, was die Menschen aus der Praxis eigentlich seit Jahren schon sagen. In die Richtung geht auch die nächste Frage an Herrn Dr. Omes. Ute Hagen sagt, oh weh, mein letzter Krankenhausaufenthalt war ein Fiasko. Jedes Mal ein anderer Arzt bei der Kontrolle, Fäden ziehen, wie am Fließband. Wie kann man sich als Patient dagegen wehren? Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich Patienten habe. Und ich sage das auch ganz offen und ehrlich, Herr Müller, Sie sehen mich heute und ich weiß nicht, ob Sie mich morgen sehen können, weil ich kann nicht 24 Stunden hier sein und ich bin halt im Dienst. Und das ist, in kleinen Häusern hat man den Vorteil, dass man immer wieder dieselben Kollegen begegnet. In großen Häusern ist es tatsächlich schwierig, weil die Kollegen mal Urlaub haben und auch viele Rotationen machen müssen, viele verschiedene Stationen hin und springen. Das ist für die Patientenversorgung Katastrophe. Und ich würde sagen, das ist ein organisatorisches Versagen von Führungspersonal. Man sollte tatsächlich für bestimmte Stationen, ich bin in meinem Haus für Privatpatienten auf der Station, kennen mich alle, die lernen mich vorher kennen. Wenn ein anderer Kollege den Patienten aufgenommen hat, den besuche ich aktiv, den stelle ich vor, dass sie wissen, wer ist Dr. Umes, ich bin der Ansprechpartner. Ist auch bei mir einfach, die erkennen mich auch einfacher. Und das ist für die Patienten wirklich wichtig. Und ich sage dem Patienten immer, wenn sie nach Hause gehen, suchen Sie sich bitte einen Hausarzt, einen Spezialisten, der Sie in den nächsten Jahren betreut. Ja? Das ist ganz wichtig. In Krankenhäusern, viele denken ja, oh, im Krankenhaus, da gibt es Spezialisten, das ist das Beste. Es ist nicht unbedingt immer das Beste. Manchmal ist es wirklich gut, jemanden aufzusuchen, der einen auch als Mensch kennt. Ja? Wir sind ja auch Fachidioten. Wir behandeln ja teilweise Organe statt den Menschen. Und das ist auch ein großer Defizit. Wie man das im Krankenhaus, in großen Häusern geändert bekommt, da habe ich wirklich keine Lösung. Ich glaube, das muss innerhalb der Klinik eine Organisation geben, Struktur geben, dass bestimmte Abteilungen nur bestimmten Anzahl von Kollegen betreut werden, damit dieses ständiges Wechseln, ja, damit ein Kollege während seiner 5 Tage Aufenthalt nicht 5 verschiedene Ärzte begegnet. Das ist ein großer Defizit, das ist ein organisatorisches Versagen. Daran kann man wirklich arbeiten, das ist ein Organisationsproblem. Frau Enders, Sie sind an der Reihe. Peter Ittner fragt, wieso wurden seit Beginn der 90er Jahre die Krankenhäuser sukzessive privatisiert? Das erhöht doch nur Druck, Geld zu erwirtschaften, statt sich sinnvoll um Patienten zu kümmern. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist auch ein Grund, weshalb ich 2018 aktiv in die Politik eingestiegen bin. Bei mir das als jemand,
ja, die 30 Jahre im Gesundheitswesen aktiv gearbeitet hat, genauso wenig gefällt. Es ist natürlich schwer für mich jetzt Behauptungen aufzustellen, wessen Geistes Kind dahinter stand. Was man nur Fakten sagen muss, ist, dass seit den 90er Jahren diese Entwicklung passiert. Wir haben gesehen, die kleinen Krankenhäuser haben der Reihe nach dicht gemacht, immer mehr, manchmal einzelne Fachabteilungen, dann die kleinen Krankenhausstrukturen. Es ist immer mehr in Richtung Privatisierung gegangen, wobei das mittlerweile auch wieder gibt, weil auch die privaten Träger, ich will jetzt gar nicht sagen, die kommunalen sind die guten und die privaten sind die bösen. Das darf man, glaube ich, so auch nicht sehen, weil ich sage, wer sich vernünftig um seine Patienten kümmert, vernünftige Arbeitsbedingungen für seinen Personal hat, das ist ein gutes Haus, da ist mir der Träger völlig wurscht. Ob es ein privater oder ein gemeinnütziger oder ein kommunaler ist. Aber wenn jemand die Situation als privates Haus ausnutzt, um wirklich nur noch Endoprothetik durchzuführen und damit unglaublich viel Geld zu verdienen, dann sage ich, ist der eigentliche Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllt. Und da haben dann wieder die kommunalen Kliniken das Nachsehen, die ja doch aus politischer Ebene her diesen Versorgungsauftrag führen müssen und damit Steuergeldern, ich weiß das selber, ich bin selber Mitglied in einem Aufsichtsrat, Kreisrätin hier bei mir im Landkreis, in einer kommunalen Klinik GmbH, wo man wirklich vernünftig mit Steuergeldern umgehen muss und mit der Situation, die man vor Ort hat, auch vernünftig umgehen muss und sich allein aus politischem Willen dazu entschließt, weiter kommunal zu bringen. Also die Frage ist, werden immer viele Behauptungen aufgestellt, es sollten ja mal alle privatisiert werden oder die ganzen Kleinen sollten kaputt gehen. Ob das wirklich der ursprüngliche Gedanke war, tut mir leid, da kann ich nicht in die Glaskugel rückwärts schauen. Aber dass es so nicht funktioniert, wie es seit den 90ern geht, das zeigt uns die Entwicklung ganz deutlich. Dann habe ich noch eine Frage an Frau von Fietinghoff. Sabine Krause fragt: Gibt es eine Stelle, an die ich mich im Krankenhaus wenden kann, wenn ich eine Beschwerde vorbringen möchte oder vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge habe? Genau, also ich denke, jedes Krankenhaus, wir auch, haben eine Beschwerdestelle, ein Beschwerdemanagement, auch das dahinter steht, das Beschwerden annimmt, prüft, beantwortet, gerne natürlich auch Vorschläge zur Verbesserung, auch gerne mal Lob. Und die Beschwerden, die ankommen, die werden auch wirklich sehr ernst genommen und gut besprochen und wirklich auch, sage ich jetzt mal, hochkarätig besprochen in der Geschäftsführung mit den Chefärzten, mit dem ärztlichen Direktor, mit der Pflege. Koordinatoren, so dass ich hoffe, dass diese Beschwerden auch fruchten, ja? Weil wir müssen die ernst nehmen. Es ist wichtig. Ich sage das beispielsweise auch immer zu neuen Mitarbeitern: Bitte kritisiert, hinterfragt, schaut mit diesem frischen neuen Blick auf eure neue Arbeitsstelle. Und genauso muss es bei Patienten auch sein. Die konstruktive Kritik und Anregungen und Beschwerden sind immer willkommen und sind unglaublich wichtig. Ja, man kann ein Unternehmen nicht alleine führen, da braucht es ganz, ganz, ganz viele Menschen dazu, unter anderem auch die Patienten. Und eine letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort, Herr Dr. Umes. Thomas Schäffer fragt: Brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, was uns Gesundheit überhaupt wert ist? Ich glaube, wenn wir haben in der Corona-Krise gemerkt, gespürt über die Bedeutung der Gesundheit und allein die Tatsache, dass die Corona-Krise alles stillgelegt hat und die Freiheit den einzelnen Menschen sogar in gewissen Maßen geraubt hat. Ich glaube, wenn man da wirklich mal ernsthaft den Rückblick gewinnt, dann sollte man das kapiert haben. Aber wie die Kollegen schon gesagt haben, die Politik hat teilweise doch vielleicht nicht. Ich habe ja gehofft, dass im Bundestag war, dass die Gesundheit an enorme Bedeutung gewinnt und das diskutiert wird. Aber leider wurde von keiner der Parteien eindeutig das thematisiert. Das ist sehr, sehr traurig und hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass Veranstaltungen wie jetzt durch die Freie Wähler, wenn alle Parteien aktiv gemeinsam dafür einsetzen würden, dann hätten wir tatsächlich das, was wir brauchen für unsere Gesellschaft. Wir hatten nur eine gute Stunde Zeit, um ein paar Themen anzureißen, und ich hoffe, es hat was gebracht.
dass viele nochmal so wachgerüttelt wurden. Deswegen würde ich jetzt am Ende gerne an jeden von Ihnen dieselbe Frage stellen, um die Gesundheitsversorgung in einem Krankenhaus zu verbessern. Welcher wäre für Sie der wichtigste Schritt, Frau von Vietinghoff? Der wichtigste Schritt, denke ich, ist tatsächlich in die Pflege zu investieren. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch von der vom gesellschaftlichen Ansehen her. Die Pflege ist einfach die Stütze im Krankenhaus. Und ich habe es vorhin gesagt, wir merken einfach, dass wir immer weniger haben. Ich denke, die neue Ausbildung mit der Generalistik ist ein guter Schritt gewesen. Aber wir brauchen die Pflege. Das ist das A und O, sonst werden wir unseren Standard nicht aufrechterhalten können. Wie sehen Sie das, Frau Enders? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall auch die Gesellschaft, das gesellschaftliche Ansehen von Kranken-, Gesundheits- und Krankenpflegekräften in der Gesellschaft. Ganz, ganz wichtig. Das andere hat die Frau von Vietinghoff schon gesagt. Deshalb möchte ich noch was ergänzen. Auch, dass dieses Selbstverständnis der Patienten, weil das darf man auch nicht vergessen, nämlich etwas zu fordern. Da muss man wirklich auch, ich möchte so auf einen Satz aus dem Buch vom Herrn Dr. Umes kommen. Sie haben geschrieben, ich lehne es ab, als Dienstleister zu fungieren. Das haben Sie tatsächlich geschrieben. Und zwar mit dem Hinblick, der Patient erwartet was. Ach, der Arzt, wo ich vorher war, da habe ich dieses Rezept nicht bekommen oder habe ich jenes nicht bekommen. Ich will das aber, das möchte ich jetzt von Ihnen haben. Wenn ich es nicht kriege, bin ich kein guter Arzt. Also wirklich dieses Gegenseitige. Man muss Patienten anhören, man muss aber auch andere Meinungen akzeptieren, auf beiden Seiten, auf Arzt- und Pflegeseite und auch auf Patientenseite, sodass diese Gleichwertigkeit, der mündige Patient, aber auch der Respekt vor einer fachlichen Meinung wieder wirklich mehr Wertigkeit hat. Und das würde ich mir wünschen, natürlich als allererstes die besseren Arbeitsbedingungen für die Krankenpflege. Das wünsche ich mir und auch für die Altenpflege, also Pflegealten. Und wie sieht Ihr Wunsch aus, Herr Doktor? Ich habe, meine beiden Kolleginnen haben schon erwähnt, für mich war auch tatsächlich die Kollegen von der Pflege, also der Beruf Pflege, muss in meinen Augen in erster Linie auch bewertet werden. Auf der anderen Seite, wo wir jetzt doch von Patienten sprechen und vielleicht auch nochmal die Angehörigen und die Familie. Ich finde, dass derjenige, der betroffen ist, und das ist der Patient, er darf die Verantwortung für seine Gesundheit nicht abgeben, sobald er ins Krankenhaus betreten ist. Das ist enorm wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, ihr seid doch Ärzte, ihr seid Pflege, kümmert euch mal. Und das darf nicht sein. Es muss wie immer so sein wie beim Runan, dass er zu seiner Verantwortung steht und sagt, wohin die Reise geht, und zwar möglichst schnell nach Hause. Und ich erwarte, und das hoffe ich, dass die Familien, die Angehörigen, ja, mehr in Zukunft vielleicht angebunden werden müssen, weil wir können nicht, und das haben wir jetzt auch gemerkt in der Corona-Krise, wir haben Patienten, die könnten theoretisch nach Hause gehen, aber wir haben ein soziales Problem, und dass wir die nicht alleine, einen 80-Jährigen oder 75-Jährigen, nach Hause schicken können und wir kriegen keinen Termin für die Reha. Und was passiert? Die bleiben in einem Akutkrankenhaus, überbrücken das. Und das darf nicht sein. Und das ist auch ein Ressourcenmissbrauch und aber auch eine psychische Belastung für die Betroffenen, wenn die Kinder die Zeit nicht haben und die auch nicht den Urlaub eine Woche spendieren wollen, für die Mama nach Hause zu nehmen. Also ich finde, man sollte tatsächlich auch für ältere Menschen die Verantwortung nehmen, wie für unsere Kinder auch.